Montag wird, wie angekündigt, die Görlitzer Brücke für mehr als ein Jahr voll gesperrt. Umgeleitet wird für Fahrzeuge in beiden Richtungen über die Kühls-Weinert- und Stauffenbergstraße. Um einen besseren Verkehrsfluss auf den Umleitungsstrecken zu erreichen, wird an der Kreuzung Spremberger Brücke das Abbiegen aus Richtung Teschenstraße in Richtung Senftenberg verboten. Fußgänger und Radler werden in den ersten Tagen der Sperrung die Brücke noch in einem separat ausgeschilderten Bereich passieren können. Die Behelfsbrücke wird später kommen, da es Probleme mit dem Schwerlasttransport gibt, heißt es vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Für den Start der Arbeiten ist das aber kein Problem, da erst die Umverlegung der bekannten und wahrscheinlich auch unbekannten Altkabel in den Gehwegen im Bauablauf vorgesehen ist, erklärt die Behörde.